Hallo und herzlich willkommen zur ersten Runde vom Jack Trade Trophy in gegen Oldham. Ja, wieder ein weiterer Cup. Wir werden, ah, oh, das wollte ich nicht. Wir werden jetzt ein bisschen wieder umstellen. Okay, deswegen Lovrencic ist gesperrt und Dicky ist gesperrt. Somit spielst du von Start weg. Obraniak, wo bist du? Ersatz. Ja, Murg wird auf jeden Fall spielen. Das ist gewiss. Das Minispiel lassen wir jetzt aus. Und konzentrieren uns gleich auf den Cup, wo man eben zwei gelbe, also zwei rote Karten vorgeben muss. Mit Lovrencic und Dicky. Aber jetzt spielt Waterfall wieder. Der jetzt wieder auf seiner gewohnten Position spielt, auf der er letztes Jahr so viel Tore geschossen hat. Oh. Und Bowen. Schöner Pass wieder auf Murk rüber. Und Berisha kommt nicht dran. Ja, der junge rechte Mittelfeldmann. Gut gestartet, aber jetzt sieht man wieder weniger von ihm. Das war nix, McGuire True. Hat er noch schön dazwischen gefunkt. Und Uwe, da ist jetzt viel Platz. Einsatz. Und wieder hat er viel Platz, der junge Mann. Und wieder macht er nichts draus. Eieiei. So, 20 Minuten gespielt. Die ganz großen Chancen sind bis jetzt ausgeblieben. Und immerhin Eckball, den Huang Bowen treten darf, tut. Oh mein Gott.
Ja, war nicht so schlecht. Oh, das war schon draußen. Aber man kriegt den Einwurf. Den man schlecht verwertet. Der zu einem Konter gefahren wird. Oh. Als ob das nicht eins war. Handspiel meine ich. Murk, der ist praktisch überall. Oh. Ja, man tut sich im zweiten Jahr irgendwie wieder schwer am Anfang von der Liga. Oh. Defensiv Arbeit leistet der junge Mann gute. Murk jetzt viel Platz. Oh, und abgefälscht. Und wieder Eckball. Ja, auf dieser Position fühlt er sich wohl. Jawohl. Und auf dieser Position macht er auch Tore. Schöner Pass hier. 1:0 vor der Pause, 38. Minute, Jack Trey Trophy, da führt man jetzt 1:0 durch Murk. Es hat sich abgezeichnet, will ich sagen, so wie man gedrückt hat, aber es ist bei weitem Kackmadewiesen. Genau. Ja, guter Schuss vom jungen Mann. The referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. So, 3 Minuten Nachspielzeit, dann geht es für die Spieler in die Kabine. Abseits, das ist gut. So, jetzt wird dann wohl gleich abgepfiffen werden. Jawohl, es geht in die Kabine unter die Dusche derweil. Einen Wechsel macht man hier jetzt einmal. Fehlpass. Und Absprachefehler. Uiuiui. Das hätte es gefährlich sein können.
Boah. So, MDO hat hier viel Platz. Auch Mike Riot Jr. hat noch mehr Platz. Und Church läuft nicht mit. Da hätte er es vielleicht alleine machen sollen. Ja, Marisic sieht jetzt hier die gelbe Karte und zwar für was? Okay. Nein, da wollte er ja noch zu Murg passen. Da, das war Murg. Da wollte er noch zu dem Haberer passen, halt zu dem Spielhaberer. Eieiei, was ist los mit dir? So gut gestartet, Alter. Ich habe mir schon gedacht, boah, bist du geil, Alter. Du kannst doch was anderes, glaube ich. Schauen wir mal. Work going. Yes. Bei dem Club blüht er auf, bei dem Club möchte man ihn halten, bei dem Club. Macht er die Tore. Es ist mir nichts mehr eingefallen. Schön gemacht hier, schön freigelaufen. Und 2:0. Nils geht jetzt, oder Niles, oder wie auch immer man den ausspricht, den jungen Mann. Offside. Alter. Denke ich mal. MDO. Nein, da war der Ball nicht dabei. Oh. Waterfall weit vorne. So, Billy Knott betritt das Feld.
Oh, so schön. Da wollte er es alleine machen. So, Knott bringt den Ball nicht so super rüber. Hier auch nicht. So, Haberkamp, der ja wieder zurückgekehrt ist. Eiskalt macht er es. Ja, vielleicht werde ich ihm wieder mal eine Chance geben auf einen Stammplatz. Er ist derjenige, der konstant Tore macht eigentlich. Oder liegt er noch verletzt? Murk! Kommt er nicht mehr ran. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Haberkamp! Nein. Ja, Huang Bowen für das Foul von vorhin. Sieht er noch die gelbe Karte. Aber in diesem Fall ist das Spiel schon gelaufen. 3 zu 0 in der 90. Minute. Das, wie gesagt. Oh. Das könnte noch die Route bedeuten für Maresic. Oder bist du gnädig, Schiri? Danke. So, man ist eine Runde weiter. Die Fans toben. Die Mannschaft hat gut zusammengearbeitet. Sie hat sich schwer getan am Anfang, den Ball reinzubringen. War zwar spielbestimmend, aber es ging einfach nichts rein. Man musste sogar ein bisschen zittern. Aber der Rückhalt des Torwartes ist da. Man braucht auch ein paar Anlaufmöglichkeiten. Bisschen was abgefälscht. Aber dann der geniale Pass rüber zum Murk zum 1 zu 0. Dann wurde es knapp für den Ausgleich, aber Dufus machte es nicht. Niles verzieht er auch. Aber dann. Bisschen kuriose Abwehr. Hier.
Juan Gowen machte aber das 2:0 mit einem herrlichen Pass in der Mitte, wo er frei gespielt wurde. Das war 2:0. Dann vergab man wieder Chancen. Church zum Beispiel. Auch auf der gegenüberliegenden Seite ging es nicht so rund, aber dann super Pass auf Church und der versenkte eiskalt zum Endstand 3:0. Das war's wieder von mir. Ich bin der Fangamer. Das ist FIFA 18 Karriere. Man sieht sich im nächsten Spiel. Macht's das gut. Bis dann und ciao.